gelaufen. Wir wissen, dass die Kunden, die wo sie gerade in der Mauer jetzt dann einmal treffen, bloß Marionetten sind und bloß der Großkonzerne eine Politik machen. Und deswegen möchten wir euch jetzt was zeigen und mit euch gerne Vorwurfheit treiben, weil wir da dagegen sind und weil wir da dagegen kämpfen. Und deswegen habe ich euch ein paar Bauern mitgebracht. Und jetzt sind drei Männer. Seiler, auf geht's! Die Welt regiert. Korruption sich ausbreitet und ungeniert. Wo Konzerne, Gewinne wichtiger als die Menschen sind. Wo Umwelt und Klima werden an die Wand fahren, da wird es jetzt Zeit, dass einer das anspricht. Darum machen wir jetzt ein Hammerfeindgericht. Bis mal! Es ist ein Schand und Unrecht auf der Welt, dass 1% von allen Leuten haben 99% vom ganzen Geld. Und immer weiter geht's auseinander, dass die Armen nichts und die Reichen aber mehr haben. Drum schreien wir's aus, ohne Eng, was uns unter die Nägel brennt. Ist wahr! Ja. Die Siebe dort hinten in Elmau, die meinen, sie sind gar so schlau. Ihre Bande sind doch die Leute egal. Wir sind die Anwohner Fuchsen, ist doch nicht mehr normal. Das Geld spielt überhaupt keine Rolle. Drum soll es doch gleich alle da deine Wohnen. Mit den Wolfisten können wir nicht streiten. Die meisten waren viel lieber auf unserer Seite. 17.000 brauchen es, dass die Politiker vor die Demonstranten schützen. Da waren doch im Schloss drin die größten Banditen sitzen. Bis vor! Bauern, Imker, andere Leute haben viel kapiert, was bei euch Siebe noch so weit weit. Wir möchten unsere Welt erhalten und nicht in Arm und Reich aufspalten. Bis vor! Wenn es euch sonst nicht um uns geht, es braucht es nicht meinen, wir sind blöd. Wir werden uns das nicht gefallen lassen. Darum gehen wir heute alle miteinander auf die Straßen. Ob Garmisch, Elmau oder Minge. Überall sind Leute und die schauen euch auf die Finger. Bis vor! Ja, geht in das nicht ein in eigene Kipps. Das geht nicht, das ist überflüssig, wie der Rumpf. Aber heute, das wisst ihr doch ganz genau. Das ist gerade für die Großen eine Schau. Wir brauchen eure Graffi nicht. Und Hormonfleisch, Genmais und das ganze Gefritt. Denn was ein gescheiter Bauer ist, der braucht keine Gentechnik. Das ist Biss. Das macht es doch nur für Monsanto und Konsorten, damit die noch mehr Geld können horten. Bis vor! Politik für alle Leute und nicht alle, die gerade Nestle und Monsanto freut. Eine Politik, die nicht nur die G7-Staaten schützt, sondern auch die armen Länder in Afrika nutzt. Die brauchen kein Gentechnikgut und erst recht keine Waffen. Sie können es ohne den Klumpen viel leichter schaffen. Ist wahr? Sagen wir, was möchtest du denn jetzt? 7 Hanseln hier?
wissen, weil es so weitergeht, dass die Bauern sterben, wir die frieren, dann werden die ganzen Leidvoll nichts mehr zum Essen kriegen. Das könnt ihr vielleicht an Monden auffrieren. Und bei Pflanzen und Viecher die Tiere manipulieren. Aber das, was für uns Menschen wirklich wichtig ist, eine Handvoll gesunder Humus und ein sauberes Wasser, das bringt es nicht zusammen. Das ist gewiss. Das war... Ihr habt es gehört. Falls sich der Untäter nicht bessert, kommen wir wieder zurück und schlagen Lärm! Die Versuche, den Protest, die spartenscheinigen Verbote zu blockieren, wird nicht aufgehen. Die Politik muss und wird unsere Botschaft so lange hören, bis sich etwas ändert. Herzlich nach Bertolt Garfuß und dem Hammerfeldtreiben. Ein kurzer Applaus! Wir müssen ein bisschen das Programm einhalten, damit wir hier auch zu unserem Ziel kommen am Ende. Habt dafür Verständnis. Dankeschön.